Herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Lost Vikings. Heute beenden wir dieses Scheißspiel endlich. Fuck ey. Wird ja auch mal Zeit. Ich meine Leute, wir haben nur so lange gebraucht, wir spielen ja Hard Mode, wir haben ja Felu dabei. Ja, ja. Ob ich das noch hinkrieg? Erstmal Kamera bitte, Felu. Ich hoffe es. Erstens Kamera an ihn, zweitens, bevor du jetzt losfliegst bitte. Leute, wir machen das Ganze mit Save States jetzt. Ihr habt jetzt 2 Level lang dabei zusehen dürfen, wie wir hier sterben, wie wir hier, wie ich die Nerven und den Verstand verliere vor allem. Deswegen, wir sehen uns wieder, wenn wir unten bei dem Teil angekommen sind, wo ich gerade fällig geworden bin. Also bis gleich. Jetzt passt auf, ich sag's euch nur. Wenn ihr hier seid, vor dem Schwebeteil, einfach durchdrücken. Ich fange an. Oh. Geht locker. Einfach rechts drücken, okay? Mit Kamera! Geht doch. Chill. Ja, aber du verlierst die Kontrolle über deinen Charakter, wenn du aus der Kamera draus bist. Du wärst gerade Grillfleisch geworden. Niemals. Gut. Warte, jetzt holen wir Felo noch hinterher. Und eigentlich können unsere Zuschauer ja direkt jetzt schon wieder mit einsteigen, sofern Felo nicht stirbt. Qualvoll. Schade. Ich bin geübt da drin. Willkommen unsere Zuschauer, da sind wir wieder beim unglaublich wunderschönen Part. Felo, ja. Du kannst die Kamera mal abgeben, du brauchst sie jetzt eh nicht. So. Aber Anna, du könntest mir mal die Bombe geben. Jo, warte. Ah, ich hab ja eine Bombe. Dann gib mir mal was. Gib mir was zu fressen, hast du 2, für Sicherheit. Eigentlich hätten wir gar. Eigentlich hätten wir uns für eine Safe. Ich bin nicht mehr Hellebusch. Eigentlich hätten wir uns sparen können. Nur weil ihr mich immer unterbrecht, ihr Arschlöcher. Ja, ich weiß. Mach mal ein Safe State, Anna. Bisher haben wir es ja nicht gebraucht, wir sind ja hier, auch wenn sie es schon nicht gesehen haben, mit einem Rutsch flüssig durchmarschiert. Ja, ja, wir haben nicht einmal gefällt. Ja. So, ihr habt es beim letzten Mal schon gesehen, der Hauptgrund, dass wir ja eigentlich speichern, ist die Tatsache, dass diese letzte Stelle hier für den Arsch ist. Ari ist tot. Bei mir nicht. Bei mir wurde er gerade geschlüsselbrasselt. Von was denn? Bei mir ist er gerade an der Kante hängend. Ja, bei mir auch. Bei mir bist du in das Feld von dem Typ reingeflogen und wurdest geschlüsselbrasselt. Das ist unmöglich. LOL. Daneben. Ich sage nicht so schlimm, dass er bei mir tot ist. Das ist ja egal. Du musst gleich nur drauf schießen. Ich fliege jetzt einfach nach links, das ist mir lieber. Das wird nicht klappen gleich, Proach. Ja. So. Aber wie man sieht, es geht. Ich will hoch! Ich will hoch! Och! Och! Feuer! Ja, solange er bei dir noch lebt, Anna, ist ja alles okay. Ja, wir werden gleich den Speicherstand nochmal neu laden. Warte! Das ist eine Scheißarbeit. Lass mich erstmal da unten hinstellen, Anna, bevor du den... Also ja, ich versuche mich jetzt nochmal da so zu platzieren. Ah! So jetzt! Das wird nicht reichen! Das wird nicht reichen! Nein! Komm! Nein! Mann! Jetzt weißt du, wie es mir letztes Mal ging. Wah! Ja! So. Jetzt, Felo bleibt oben stehen. Das Problem ist, wenn du jetzt in seiner Aufnahme tot bist, Proach, dann wird er von ihm umgebracht. Wirklich. So, okay. Jetzt kannst du Safe State machen, Anna. Ich komm noch runter. Jupp, bei mir lebt er noch und steht auf der Plattform oben drauf. So, warte, ich geb dir ne, Moment, ich muss die Kamera behalten. Wenn Felo jetzt nämlich tot wäre, dann passt das gar nicht. Richtig. Oder? Egal. Safe State S 005 gespeichert, ersetzen und ich lad's hoch. Was? Ach Leute, ja, ich sag an. Was eine Arbeit. Ja, ist oben. Wir haben uns das leichter vorgestellt. Ihr könnt es uns mal runterladen. Das Problem an der Sache ist, wir müssen synchron speichern, weil ansonsten einer von uns im Nachhinein dadurch stirbt, dass er sich 2 Zentimeter zu wenig oder zu viel bewegt bei dem anderen. Das war jetzt eine scheiß Arbeit, hierher zu kommen, glaubt's uns. Ja, Cheaten ist schwere Arbeit. Ja, Cheaten ist fast schwerer als echtes normales Spielen. Warum hast du eigentlich 5, wenn wir noch nicht die 4 hatten? Er hat 4 übersprungen. Weil ich einmal öfter gespeichert habe als ihr Proach, als ich dran war mit meinem Part. Stimmt, alles klar. Gib mal Felo die Kamera. Na, ich komm mal runter. Felo, einfach in mich reinstellen, jetzt, ja? Oder hinter euch? Ja, hinter den Schild. Ja, hinter uns ist schwer, Felo. So, dass du nicht getroffen wirst, das wird schon reichen. Und komm runter! Ja, so. Bin ich doch. Ich stehe jetzt in euch drinnen. Na, nicht bei mir. Bei mir stehe ich in euch drinnen.
Ja, aber nicht beim Broch. Was steht da bei dir? Bei mir steht er auch drin. Wir können es ja probieren. Ich sag einfach, wann du laufen sollst, Allah. Broch, das bringt nix. Ich nehme es auf. Ach so, stimmt. Gib mir ein Safe State. Oh. Ja, Moment, ich mach einen. Ich fühle mich, falls es irgendeiner der Zuschauer draußen kennt, was nochmal die sieben Zirkel der Hölle von Dante oder wie das hieß? Ich bin gerade im 9. gelandet. Dantes Inferno. Ja, danke schön. Dantes Inferno. So. So, Felu, schieße mit dem Bogen bitte. Gib mir mal bitte die Kamera. Jetzt können die Zuschauer nämlich auch sehen. Nein, bitte keinen. Los, steht! In 3, 2, 1, jetzt! Gib mir die Kamera! Wer ist da auf Pfeile schießen kann? Du musst halt achten, wenn meine Pfeile einschlagen, oder? Ich muss nicht darauf achten, wieder. Du kannst doch meine Feuerpause machen! Nein. Ja, nee. Anna! Boah, das war mal knapp, ey. Jetzt, so. Bye, bye. Langsam. Erst der Schildfuzzi geht vor. Gib mir die Kamera, Felo. Und der Schwertfuzzi hat Kamera. So, jetzt sofort jetzt. Alle durchdrücken nach rechts, ja? Sicher? Ja, einfach alle durchdrücken nach rechts. Alle gleichzeitig rein? Ja. Okay. 1, 2, 3. Einfach alle rechts. Oh, Anna, du bist zu schnell. Ja. Wuhu! Einfach rechts bleiben. Einfach rechts. Ja, genau. So. Ach so, wegen dem. Ich hätte gesagt, du fliegst als Erster hoch und blockierst den einfach. Nee. So ist ja angenehmer. Ich will speichern. So. Ich auch. Speichern. Das ist schon leicht asozial von Blizzard, dass man sowas im First Try packen soll. Jetzt, es kann theoretisch jetzt nichts mehr schief gehen. Harry, nur weil Betty im Krankenhaus liegt, musst du ihn nicht ersetzen. Echt, ey. Gib Anna die Kamera. Ich hab bei mir Kamera. Bei dir auch? Ja. Yep. Okay, dann Feuer frei. Jetzt Anna, go! Na, jetzt hört doch, geh nicht zu weit vor. Okay, passt. Und los. Und go, Anna, go! Jetzt! So, und jetzt stand back! I got a hebel! Go, Anna, go! Go! Ja! Flieg! Bye. Moment. Leute, seht euch dieses Scheißteil an! Da fliegt der Schmack! Da fliegt dieser Scheißkerl! Wir haben es gepackt. Oh, da, lesen! Felu! Ja, das war knapp! Moment, ich muss meinen Controller weniger nehmen! Jetzt lasst uns in das Zeitfeld springen und hier abhauen. Ja, ich glaube, das ist automatisch gesteuert. Ich kann nichts dricken. Los, mach weiter! Wartet! Ich glaube, dieses Schiff kann nicht fliegen. Nie im Leben, Olaf. Keine Chance, Olaf. Das geht nur bei deinem Schild. Vertraut mir! Nein! Ich hab Angst. Lieber Gott, hält uns. Ich muss nur dieses Rad drehen. Rums, alle tot. Kann man den Weltall abstürzen? Diesen Hebel umlegen. Doch, ich glaube, man kann den Weltall abstürzen. Und diesen Knopf drücken. Wenn Olaf was macht, dann könnte man den Weltall sogar ertrinken. Selbstzerstörung wurde betätigt. Selbstzerstörung State. Tate. Ach, Selbstzerstörungstate. 5 Sekunden bis zur Selbstzerstörung. Wir werden sterben. Jungs, ich denke, wir sollten das Zeitfeld nehmen. Dann schon lange 5 Sekunden. Gute Idee, auf geht's. Flieg und Sieg und so. Müssen wir jetzt noch was machen oder haben wir es? Fuck. Nein, es ist jetzt alles automatisch. Dieser Wald erscheint mir vertraut. Zu Hause! Yay! Wuhu!
Sie sind zurückgekehrt! Waren wir jetzt echt 9 Monate lang weg? Baleok, warum sehen unsere Frauen gleich aus? Hurra! Yippie! Juhu! Zwillinge. Da ist das Betrügen wesentlich leichter. Da kann man ja nichts dafür. Wir haben eine Menge fremder und interessanter Plätze gesehen. Ich sehe keinen Monolog mehr. Und Baleok muss wieder mit seinen Muskeln prahlen, der alte Sputnik. Ich muss meine Frau beeindrucken. Doch nirgendwo ist es so schön wie zu Hause. Vibe, ich will ein weiteres Kind von dir. Also dieses Wüstenlevel dabei. Guck mal, Fee, Anna, du hast 2 Kinder, ich hab 2 Kinder, Fee hat nur 1. Seht mal, was wir aus der Zukunft mitgebracht haben. Ein Kind ist schon nervig genug. Und jetzt kommt das Ende, was Blizzard mal wieder so episch macht. Darum rechnet keiner. Wir haben Gitarren dabei! Und ich tanze! Aber das geht noch weiter. Jetzt kommt das da! Lol. Moment, ihr entschuldigt mich einen Moment, bitte. Es ist nicht scharf! Bin wieder da. Anna? Ja? Du weißt schon, dass wir noch LV2 zocken müssen. Ich würde jetzt gerne meinen Kopf gegen die Tischkante knallen, aber dann würde ich mein Mikro verbiegen. Verdammt, ey! Die arme Tischkante. Aber denk dran, Anna, bei LV2 können nur 2 gleichzeitig spielen. Ja. Produktionleitung Brian Fairgott. Ey, wenn der noch lebt, lass den mal umbringen. Der hat uns das eingebrockt, Anna. Nee, eigentlich hat Anna uns das eingebrockt, weil er die Idee hat, das Spiel zu spielen. Ich hab nie wieder Idee. Nie wieder! Bube! Level Design, Roland Miller. Ronald. Oh, Ronald Miller. Ronald ist eine Mumie. Mumien sind cool. Aber die Musik ist so geil. Könnte ich auf den Bongos rumhauen, ey. Oh, scheiß Skorpione! Ja. Mega Drive Programmierung. Patrick Wyatt. Die haben es sogar in Time geschafft. James E. Anhalt der Dritte. Ich glaube, der war wirklich deutsch. Boah, die waren auch räudig. Originalprogramm Michael Morhaime. Michael Morhaime. Frank Perch. Pierce? Oh mein Gott, lass mich vorlesen, ey, das ist ja schlimm hier. Ja, ich bin nicht so gewandert im Englischen. Künstlerische Gestaltung: Joe Ray Hoy, Ronald Miller, Samwise, Didier, Jason Magnus und Stu Rose. Was mich am geilsten finde, ist, das erste, was sie sich gegriffen haben, als sie von dem Raumschiff runtergekommen sind, war erstmal die große Anlage. Ah ja. Grafiken: Clyde Matsumoto, Todd Kamasta, Cheryl Austin und noch irgendjemand. Ich frag mich eher, wo kommen diese ganzen wickige Publikum her? Das ist unsere Volk. Das sind unsere Fans. Ton: Crystallis Software LTD. Musik: Matt Furness und Musiktreiber S. Hollingworth. Die Fans haben uns ja auch richtig verdient nach dieser brillanten Aufnahme. Alien! Boah, die Monster mochte ich noch, die waren mit einem Schuss tot. Ja. Qualitätssicherung: Floyd Grubb, Richard Simpson und Dean Schulte. Oder wie heißt das auf Englisch? Schalte? Schalte! 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 Jetzt müssen eigentlich nur Röschen auf die Bühne fliegen. Boah, die kenne ich gar nicht. Gab's die? Ja, in einem der ersten Level. QNS-Leitung, Carrie ja, Garrison. Ja, das ist ja schon Monate her. Monate? Jahre, Jahrzehnte! Ich bin frei, endlich! Ja, bis wir LV2 anfangen, Anna. Ach, fickt euch doch in den Arsch! Assistenz Rodney Velosa. Velosa. Lost Vikings 2. Ja, für alle, die das jetzt noch bis zum Ende angucken, Lost Vikings 2 wird kommen und daneben auch noch Diablo 3 mit Proach und Mystery. Scott Benny und Scott Mills. Ja, Diablo 3 mit Mystery und Proach. Und für alle, die es nicht mitbekommen haben, freut euch schon auf Lost Vikings. Na, fick dich, Blizzard! Fick dich, Blizzard! Ach, wie schön. Hop reloaded, sag ich nur, ey. Das war ein epischer Abschlusssatz. Als hätten sie es gewusst, als hätten sie es damals gewusst. Anno 1900, irgendwas. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich will ins Bett. Ich auch.
Ach, Anna. Ja, mir ist schon wieder fast 6 Uhr morgens. Okay, beenden wir die epische Rocksequenz. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Together mit Anachron und den anderen beiden Idioten. Harry und Fey Luna. Fick dich, Harry. Schände nicht meinen wunderschönen Namen. Anachron ist übrigens der einzige Mensch, der sich stur dagegen weigert, mich Harry zu nennen. Habe ich noch nie getan, weil sämtlichen Leuten nicht aus WoW kenne. Gute Nacht, tschüss. Gute Nacht. Sayonara.